Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute mit einem langjährigen Experten auf dem Gebiet Naturmedizin ist unser Dr. Volker Schmiedl. Heute sprechen wir über das Thema Anti-Aging und was es in der aktuellen Studienlage für neue Erkenntnisse gibt zu dem Thema. Darüber erfahren Sie heute mehr bei uns. Hallo Volker. Hallo Corinna. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin auch schon ganz gespannt beim Thema Anti-Aging, was du uns da für Neuigkeiten mitgebracht hast. Du hast im Vorfeld schon erwähnt, es gibt viele neue, spannende Studien zu dem Thema und Erkenntnisse. Und ja, was sind so deine Highlights jetzt beim Thema? Fangen wir vielleicht mal wieder bei dem ganz Unspektakulären an. Wenige Menschen bei uns kennen den Christoph Wilhelm Hufeland. Hast du von dem schon mal gehört? Das war so Grenze 18. bis 19. Jahrhundert war das ein ganz bedeutender Arzt, war eigentlich der berühmteste Arzt. Er hat auch eine eigene Zeitschrift herausgebracht. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Makrobiotik. Mhm. Das hat jetzt nichts mit dieser makrobiotischen Kost zu tun, sondern Makrobiotik heißt einfach ein langes Leben. Mhm. Und er hat in einem großen Buch zusammengeschrieben, was seiner Meinung nach ein langes Leben bedingt. Ein sehr gutes Buch, auch heute noch gut zu lesen. Und es sind einfach die ganz banalen Dinge, ja, körperliche Arbeit, gesunde frische Luft, Sonne, gesundes Essen, ja, Schlafen, mit unseren Gemütswallungen gut umgehen zu können, mit den Emotionen, guten und schlechten Emotionen. Das ist schon mal die Basis, so einfach ist es, das müssen wir. Und wir können so viele Nährstoffpräparate schlucken, wie wir wollen, die gut und gesund und teuer sind. Wenn ich einen inneren Groll habe, wenn ich mit meinem Nachbarn oder mit meinem Partner in Streit liege, dann nutzen mir die besten Nährstoffe nichts. Ja? So einfach ist es. Oder wenn ich meine Nährstoffe zu mir nehme und alle guten Anti-Aging-Getränke und Pillen und so und sitze aber den ganzen Tag auf der Couch, ja? Dann nutzt mir das alles nichts. Das ist die Basis. Makrobiotik, der Pfarrer Kneipp hat es dann später Ordnungstherapie genannt und Ernährung natürlich und Bewegung waren für ihn auch ganz wichtig. Ja. Diese Dinge sind einfach so, so wichtig. Ja, das denke ich auch, dass es der zentrale Schlüssel ist. Ja. Vor allen Dingen, ich denke auch, dieses Glücklichsein und positive Emotionen hat man ja jetzt auch in vielen neuen Erkenntnissen, auch in Bezug auf den Darm und Depressionen. Also das ist so unfassbar interessant, was da jetzt noch kommen wird. Ja. Genau. Ja, und jetzt zu deinen... Und dann gibt es natürlich noch spezifische Dinge, die man tun kann. Und der Naturheilkunde im Allgemeinen und der orthomolekularen Therapie, also der Therapie mit den richtigen Substanzen, wird ja immer vorgeworfen, ja, ihr gebt da so Sachen und nehmt ganz viel Geld dafür und es gibt doch gar keine Studien dazu, ihr könnt das doch gar nicht beweisen und Doppelblindstudien, wo ist das denn? Und ja, die sind da und wir können sie jetzt mal zeigen. Das ist so die erste Studie. Das ist jetzt keine randomisierte Doppelblindstudie, sondern eine sogenannte epidemiologische Studie. Also da haben Forscher einfach mal beobachtet, bei welchen Vitamin-D-Spiegeln sterben wie viele Leute in welchem Zeitraum. Mhm. Und da sehen wir beginnen vielleicht mal rechts und da sehen wir diese flache Gerade. Und da haben wir so Spiegel von so 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter, also 100 bis 150 Nanomol pro Liter beim Vitamin D. Und da ist es eben flach. Mhm. Also den niedrigsten Wert hat man mit der Todesrate 100% gesetzt. Mhm. Also tiefer kriegt man es dann aber auch nicht. Aber wenn wir dann nach links gehen, da sehen wir, schon bei 40 gibt es den ersten kleinen Knick. Also bereits unter 40, beziehungsweise unter 100 Nanomol pro Liter, beginnt die Sterblichkeit leicht anzusteigen. Und unter 30 wird sie dann stärker, ja. Unter 20 geht sie dann raketenartig in die Höhe. Und wir sehen, Menschen, die die Werte unter 10 haben, die haben eine doppelt so hohe Sterblichkeit wie die, die 40 haben. Ja. Ich hatte letztens einen Azubi mit 7 Nanogramm und war voll geballert mit Antidepressiva. Ja, kein Wunder, das wissen wir. Das ist eine andere Wirkung von Vitamin D, das eine antidepressive Wirkung hat. Ja. Das kann man so nicht lassen und es wird nicht gemessen. Es wird sogar von Messungen abgeraten teilweise. Ich kann das nicht verstehen. Ja. Also wir könnten die Sterblichkeit von diesen Menschen mit den schrecklich niedrigen Vitamin D-Spiegeln könnten wir halbieren, wenn wir die gut anstellen würden. Mhm. Das ist eine epidemiologische Studie, die ist nur hinweisend. Die ist nur nicht beweisend, aber ich finde sie unglaublich eindrucksvoll. Ja, jetzt finde ich es ja schön, dass ich dich als Arzt da habe. Was würdest du einem Erwachsenen im, sag ich mal, Schweiz, Österreich, Deutschland, da sind wir ja ungefähr auf dem gleichen Bedarfslevel. Ja, also wenn der eine normale
Bewegung, also normale Ernährung hat, dreimal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch zum Beispiel, dann solltet ihr 4.000 bis 5.000 Einheiten Vitamin D am Tag nehmen und normalgewichtig, 70, 75 Kilogramm. Und da muss man eben nach Gewicht ein bisschen anpassen. Wenn jemand unter 50 Kilogramm wiegt, dann braucht er natürlich keine 4.000 oder 5.000. Wenn er 100 Kilogramm wiegt, kann es sein, dass er 10.000 braucht, um halbwegs gute Spiegel zu haben. Mit der Messung liegt man dann natürlich immer auf dem guten Weg. Ja, okay. Aber mit den 1.000 am Tag sind wir schon mal. Das ist, also, ich habe es mal ausgerechnet. Also, wenn wir 800 Einheiten am Tag nehmen, ich habe eine Masterarbeit dazu gemacht, dann kämen wir zum Beispiel von 30 Nanomol auf 46 Nanomol. Also von einem schweren Mangel kommen wir in einen Mangel hinein. Aber wir kommen noch nicht mal in die Werte über 50. Ach, Nanomol, okay, Nanomol. Ja. Ich denke immer Nanogramm. Okay. Nee, das ist ein Nanomol. Ja, okay. Ja. Nanogramm wäre sogar ganz gut. Ja. Und Nanomol, eben, genau deswegen. Ja. Ja, wir kommen noch nicht mal auf die 50, die von den meisten als Mangelwerte angesehen werden. In den optimalen Bereich von 100 kommen wir schon gleich gar nicht. Ja. Also wenn wir da von 46 auf 100 kommen wollen, dann brauchen wir eben die 40 bis die 4.000 bis 5.000. Ja, ja. Super. Ja, ich bin auch ein großer Vitamin-D-Fan. Ja, so, definitiv. Omega-3, das zweite Lieblingsthema von mir. Ja. Und hier mal eine riesen Studie. Also 240.000 Männer, 190.000 Frauen. Wo gibt es noch solche Studien? Mhm. Die hat man 16 Jahre beobachtet. Wow. Also mega. Und da hat man einfach den Fischkonsum und die Omega-3-Zufuhr mit einer Sterblichkeit verglichen. Und da hat man gesehen, hoher Fischkonsum bzw. Omega-3-Zufuhr ist mit einer signifikant geringeren Sterblichkeit korreliert. Und das Signifikanzniveau ist 0,0001. Wir sagen, alles, was unter 0,05 ist, das ist richtig gut. Mhm. Okay, super. Und wenn wir auf die Einzelheiten davon eingehen wollen, das sehen wir dann auf der nächsten Folie. Okay, ja. Also da hat man dann nämlich gesehen, woran die Leute gestorben sind oder nicht gestorben sind. Die Männer hatten eine 9% geringere Gesamtsterblichkeit, also wenn man das schlechteste Fünftel mit dem besten Fünftel vergleicht. Frauen 8% weniger, Herzkrankheit in beiden Gruppen 10% weniger, Krebssterblichkeit bei Männern 6%, Lungensterblichkeit bei Männern 20%, Lebersterblichkeit 37%. Alzheimer-Sterblichkeit war bei Frauen um mehr als ein Drittel vermindert. Das waren die Dinge, die signifikant geworden waren. Ja. Ich denke, Alzheimer wird es auch noch, machen wir noch ein Interview zusammen zu dem Vitamin Thema. Q10 ist da einfach, Omega-3 ist da einfach unglaublich wichtig. Ne? Also sie können Sterblichkeiten vermindern und davon haben nicht alle Präparate genommen. Also die meisten haben das mit dem normalen Fischkonsum vermutlich gemacht. Da waren nicht viele Präparateinnehmer dabei. Aber wir haben da auch nochmal interessante Untergruppen gebildet. Die haben nämlich zum Beispiel mal gesagt, ja, welche Fische müssen wir denn essen? Welche sind denn hilfreich? Das sehen wir in der nächsten Grafik. Also der obere Punkt bedeutet irgendein Fisch. Mhm. Und die Mittellinie bedeutet, wenn es links von der Linie ist, dann hat es einen Nutzen, rechts von der Linie einen Schaden, auf der Linie bedeutet gar keinen Effekt. Okay. Und da sehen wir, alle Fische zusammen haben einen Nutzen, aber es sollten die nicht gebratenen Fische sein. Das ist die zweite Linie. Und der dritte Punkt ist gebratener Fisch. Und da sehen wir, der hat keinen Nutzen, der hat keinen Schaden. Der ist neutral. Okay. Also wenn Fisch, der gebratene Fisch, nicht ganz so gut. Schade. Ist so, leider. Also, ja. Okay, aber er schadet auch nicht, sagen wir mal so, er schadet ja auch nicht. Ja. Und der Thunfisch, das ist der letzte, der ist auch so ziemlich an der Mittellinie. Mhm. Ja? Vermutlich wegen des Schadstoff- und Quecksilbergehaltes werden die guten Effekte vermutlich dadurch zunichte gemacht. Ja? Also Fisch ist gesund. Ich würde heute auch wegen der Schadstoffbelastung, ich würde nicht mehr als ein bis zweimal in der Woche empfehlen. Ja? Ja. Das scheint noch zu gehen. Manche sagen schon auch heute, nee, Fische bitte gar nicht. Wenn Omega-3, dann Algenöl. Ja? Kann man geteilter Meinung sein. Ich esse noch ein oder zweimal in der Woche Fisch. Ja? Und die Daten geben das ja auch her noch, dass es einen Nutzen hat. Aber Thunfisch bitte nicht und möglichst wenig gebratenen Fisch. Mhm. Ja, gerade so bei Schwangeren gehe ich da auch eher auf Nummer sicher dann. Also Schwangeren und Menschen mit neurologischen Erkrankungen rate ich von Fisch generell ab. Die müssen es mit Fischöl, gereinigtem Fischöl oder mit einem guten Algenöl decken. Das sehe ich mittlerweile ganz genauso. Super, ja, perfekt. Und jetzt haben wir das Selen, ein auch für mich vernachlässigtes Spurenelement, was schade ist, weil Schweiz, Deutschland, Österreich sind weltweit gesehen Selenmangelgebiete.
Und hier sehen wir jetzt mal eine Untersuchung an Altersheimbewohnern. Und die haben gesagt, so, der Durchschnitt unserer Altersheimbevölkerung lag bei 105 Mikrogramm pro Liter. Das ist kein so ganz guter Wert. Und wir haben jetzt geguckt, einfach die, die drunter lagen oder die drüber lagen. Okay. Mhm. Und da hat man gesehen, die hohen, Anführungsstrichen, also die bessere Selinspiegel hatten ein Drittel weniger Sterblichkeit. Nur abhängig vom Faktor Selin. Und das sehen wir auch noch an der nächsten Grafik. Ja, das ist aber schon ein Wort, ja. Da hat man einfach, die Studie ging so, ging 10 Jahre lang, da hat man einfach geschaut, wer stirbt denn. Mhm. Ja. Und da sieht man, die obere Gruppe, das ist die Gruppe mit den besseren Selen, also die hatten keine guten Selenspiegel, die hatten nur etwas bessere Selenspiegel. Und da sieht man, die sind eben im Durchschnitt weniger gestorben als diejenigen mit den wirklich schlechten Spiegeln. Und das war im ein Drittel weniger Sterblichkeit in dem Untersuchungszeitraum. Das ist schon beachtlich. Würdest du Selen supplementieren als Kapsel oder auf bestimmte Quellen in der Natur zurückgreifen, die selenreich sind? Ach ja, ja gut, Fische sind halt Meeresprodukte, Fische sind selenreich. Wir haben wieder das Problem mit den Giftbelastungen in den Meeren. Paranüsse ist die andere sehr ausgelobte Quelle. Und ja, die Paranüsse haben wirklich sehr viel Selen. Und da gab es immer mal wieder Gerüchte, Schrammbelastung. Die sollen schrammbelastet sein. Und ich wollte es irgendwie nicht glauben. Ich habe das für Fake News gehalten. Und irgendwann war es mir zu bunt. Da habe ich dann auf der Seite des Deutschen Bundesamts für Strahlenschutz mal nachgeschaut. Und die haben exakte Zahlen. Wenn jemand zum Beispiel 4 Paranüsse am Tag isst, damit könnte er richtig gute Selenspiegel kriegen. Mhm. Wenn jemand 4 Paranüsse am Tag isst, dann hat er seine natürliche Strahlenbelastung, die wir ständig haben. Die Böden dünsten Radon aus. Ja? Mhm. Wir haben radioaktives Kohlenstoff 4C14 immer in der Nahrung mit dabei. Wir können Strahlenbelastung, wir können sie nicht vermeiden. Wir haben Strahlen aus dem Weltraum und so weiter. Mhm. Wir haben eine natürliche Hintergrundbelastung, die schon gar nicht so wenig ist. Wenn ich 4 Paranüsse esse, wird die verdoppelt. Und ist es natürlich in der Paranuss drin oder wird es künstlich hinzugefügt? Ist natürlich drin. Okay. Warum und wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber von Paranüssen würde ich mittlerweile abraten. Mhm. Wirklich richtig abraten. Wenn jemand im Müsli mal eine Paranuss drin hat oder in der Nussmischung, davon kriegt er jetzt keinen Krebs oder so, aber jetzt gezielt sagen, ich esse jetzt jeden Tag 3 Paranüsse wegen des Selens, davon würde ich dringend abraten. Mhm. Sondern ein gutes Präparat nehmen. Und ich bin im Moment, gibt da auch keine guten Studien dazu, aber bin im Moment eher auf der Seite, eher ein Selenit zu nehmen, also eher einen anorganischen Stoff, als das organische Selen in Form von Selenhefe oder Selenomethionin. Also es scheint da das anorganische Selenit besser zu sein. Okay, ja, ist ja schon mal ein guter Hinweis, da kann man sich ja mal dann das beobachten, ja. Ja, und das ist so meine Lieblingsstudie. Mhm. Und man sieht, ich habe da eine Arbeit drüber gemacht auch, habe das in der Zeitschrift Erfahrungsheilkunde veröffentlicht. Ich muss dazu sagen, die Studie habe ich nicht gemacht, sondern der Zweitautor, der Professor Ahlehagen, ist ein schwedischer Kardiologe, der hat diese Studie gemacht. Mhm. Und ich durfte ihn mal persönlich auf dem Vortrag erleben. Und er hat dann auch davon berichtet, wie diese Studie zusammengekommen war und zustande gekommen war. Und es ist schon mal sehr spannend, da jetzt nicht nur so einen trockenen Studientext zu lesen, sondern auch mal zu erleben, wie die Studie im Erleben des Studienleiters stattgefunden hat. Also sie haben gesagt, so, es gibt deutliche Hinweise, dass Q10 und Selen für alte Menschen aus verschiedenen Gründen sehr gut sein müsste. Wir machen jetzt mal eine Studie. Wir nehmen jetzt mal alte Schweden. Und alte Schweden ist jetzt ihre wörtlich genommen. Also das waren Schweden da hier zwischen 70 und 88 Jahre. Mhm. Also wirklich alte Schweden. Von einer einzigen Gemeinde über 400 dieser Leute. Und die mussten alle Selen und Q10 nehmen oder haben ein Placebo bekommen. Mhm. Also die mussten nicht, das waren natürlich freiwillig gewesen, ja. Und eine ordentliche Dosen, also 200 Mikrogramm Selen, 200 Milligramm Q10 sind ordentliche Dosen. Mhm. Und die sollen jetzt etwa 5 Jahre lang nehmen und dann wurde die Studie beendet. Und dann wurde der Code geöffnet, das wusste ja keiner, wer was genommen hat. Und da haben die geschaut und in der Zwischenzeit sind natürlich viele gestorben. Mhm. Ja? Ich meine, mit 70 bis 88, da stirbt man halt einfach mal. Und dann hat man geschaut, wer gehört zu Placebo und wer zur Währunggruppe. Und dann hat man gesehen, in der Placebo-Gruppe sind 12,6% gestorben, die meisten an Herzkrankheiten. Mhm. 12,6, jeder Achte. Und in der Selen-Q10-Gruppe
nur 5,9%. Wahnsinn. Und der Professor Allerhagen, der hat gesagt, als wir die Zahlen gesehen haben, haben wir gesagt, wir müssen uns verrechnet haben. Das kann gar nicht stimmen, das geht gar nicht. Die haben das nochmal nachgerechnet. Dann haben sie ihre ganzen Daten nochmal einem anderen Statistiker gegeben und gesagt, bitte rechnen das nochmal nach, das kann nicht stimmen. Die haben ihren eigenen Daten nicht geglaubt, aber es hat wirklich gestimmt. Also wirklich diese Verminderung. So, und dann haben die Studie beendet und dann haben die keine Präparate mehr bekommen. Und dann haben die gesagt, okay, wir gucken jetzt nach 10 Jahren nochmal nach. Was ist denn da passiert nach 10 Jahren? Wie gehen die Kurve? Wir zeigen mal die nächste Kurve. Wir haben es ja als, genau. Also das ist die Kurve nach 5 Jahren. Okay. Also da sehen wir die obere Linie, Selen-Q10-Gruppe, und wir sehen viel weniger Tote oder viel mehr Überlebende als in der blauen Gruppe, wo die Sterblichkeit, also wo es rapide nach unten geht mit der Überlebensrate. Und das sind die nach 10 Jahren. Mhm. Und man hatte erwartet, dass die Kurven wieder zusammengehen. Mhm. Ja, beide Gruppen haben ja nichts mehr bekommen. Beide Gruppen haben 10% es trotzdem weitergenommen. Also die das Selen und Q10 hatten, 10% haben gesagt, oh, das hat mir ging es so gut, und ich nehme das weiter. Und 10% in der Placebo-Gruppe haben angefangen, es zu nehmen. Also in beiden Gruppen gab es gleich viel dann. Ah, okay. Ja? Und da hat man gesagt, okay, aber trotzdem, die Kurven müssen ja zusammengehen. Im besten Fall müssen die parallel verlaufen. Und wir sehen hier, die gehen sogar noch weiter auseinander. Der Effekt wird im Laufe der Zeit sogar noch größer, obwohl 80% der Selen und Q10 nicht mehr genommen haben. Also das fand ich jetzt wirklich eine absolute Hammerstudie. Und diese Studie möchte ich jetzt im übertragenen Sinne, nicht im wörtlichen Sinne, ich bin nicht aggressiv, aber das möchte ich den Leuten, die sagen, hier, ihr mit euren Nährstoffen, das bringt doch nichts, wo sind die Doppelblinden? Das ist eine Doppelblindstudie. Wir können die Sterblichkeit, und es gibt kein härteres Kriterium als Leben oder Tod. Ja? Es geht ja nicht um Cholesterinwert, es geht nicht um Blutdruck, es geht um Leben oder Sterben. Ja, wir können das bei alten Menschen, wir können das halbieren, nur mit Selen und Q10. Und da war noch kein Vitamin D dabei und es ist noch kein Omega dabei. Und Zink habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das ist für den alten Menschen wegen des Immunsystems auch wichtig. Es gibt dann noch so viele andere Stoffe, die wichtig sind. Das ist alles gar nicht mit dabei. Also kann mir doch niemand sagen, ich kann mit Nährstoffen nichts erreichen. Das ist bewiesen. Ja, es scheint so. Also die Studien sehen auf jeden Fall gerade die jetzt auch echt spektakulär aus. Was gibt es für dich noch für entscheidende Faktoren beim Thema Anti-Aging? Fasten. Fasten. Fasten ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und auch hier, so wie bei der Verdauung auch, ändert sich ja mittlerweile die Datenlage und die Einstellung der konventionellen Medizin. Ich habe vor über 30 Jahren auch das Fasten erlernt. Und das war ja ein Bäh-Thema bei den Schulzen. Also wenn man da einem kardiologischen Internisten gesagt hat, ja, ich lasse meine Patienten fasten, hat er nur mit dem Kopf geschüttelt und so gemacht, ja. Es gibt keine Schlacken in unserem Körper, das ist ja völliger Blödsinn. Schlacken im Hochofen gibt es Schlacken, aber wir haben noch keine Schlacken, ja. Ist jetzt bewiesen übrigens auch durch Studien. Ja, nicht nur durch Studien, sondern sogar durch den Nobelpreis. Ach so, okay. Also nicht gewusst. Im Jahre 2017 hat der Professor Oshumi den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der Autophagolyse. Was ist Autophagolyse? Der hat entdeckt unter einem Elektronenmikroskop, und man wundert sich, dass nicht irgendjemand anders schon vorher drauf gekommen ist, der hat so kleine Bläschen gefunden und hat gesehen, das sind Autophagosomen. Da ist Müll drin, da ist Dreck drin, da ist der Abfall von abgestorbenen Ribosomen, Mitochondrien, Eiweißmolekülen, die kaputt waren. Die hat der Körper in diesen, ich sage immer gern, Mülleimern gesammelt. Ja? Autophagosomen. So, und wenn der Körper jetzt in einen Fastenstoffwechsel kommt, was macht er? Er braucht ja Energie. Und wenn er von außen keine mehr kriegt, ja, dann muss er sich selber angreifen. Und was verdaut er zuerst? Natürlich den Dreck, was er nicht braucht. Ja? Das heißt, er löst die Autophagosomen auf und verdaut sie richtig. Und dann haben wir die Autophagolyse, also quasi die Selbstverdauung und Auflösung. Aber es werden eben nicht lebenswichtige Substanzen aufgelöst, sondern erstmal die, die er nicht mehr braucht. Ist doch auch verständlich so. Und für diese Entdeckung hat er den Nobelpreis bekommen. Und Autophagolyse ist ein schönes Wort, ist ein tolles Wort, klingt sehr wissenschaftlich. Ja. Es bedeutet nichts anderes als Schlackenabbau. Das ist der berühmte Schlackenabbau. Okay.
Ja, und da würde ich gerne noch mal so mit diesen alten Internisten sprechen, die so das Fasten lächerlich gemacht haben. Und das schadet sogar, da werden lebenswichtige Substanzen abgemacht. Ja, okay, wenn ich länger als 40 Tage faste, irgendwann geht es dann auch ans Eingemachte. Da werden irgendwann auch Muskeln und Herzmuskeln abgebaut. Aber 7 Tage, 10 Tage kann praktisch jeder fasten. Das überlebt jeder. Und da wird dann auch aktiv die Schlacke abgebaut beim Fasten? Naja, dieser Zellmüll, der wird dann abgebaut, der ist dann weg. Okay. Ja. Und den brauchen wir auch nicht, der stört vielleicht sogar. Mhm. Und es ist gut, wenn dieser Dreck weg ist. Ja. Und er sagt selber, dieser Professor Oshumi, wahrscheinlich ist das ein Schlüssel zum Verständnis unserer wichtigen Zivilisationskrankheiten wie Rheuma, Herzinfarkt und Krebs. Und vermutlich, wenn wir das richtig einsetzen, könnten wir damit viele Zivilisationskrankheiten vorbeugen, behandeln und Lebensqualität und Lebenserwartung erhöhen. Mhm. Wie oft würdest du das Fastenthema? Einmal im Jahr, eine Woche oder 10 Tage? Oder? Ich bin nicht so dafür für die seltenen, sehr langen Fastenverläufe. Mhm. Also ich hätte es lieber, wenn jemand einmal im Vierteljahr eine Woche fastet, als einmal im Jahr 4 Wochen. Mhm. Also lieber seltener und dann häufiger. Mhm. Ja? Ich vergleiche das immer mit dem Schwamm, da sind wir wieder beim Thema Entgiftung. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt einen Schwamm habe, der ist mit roter Farbe gefüllt, ja? Und ich tue den in einen Eimer mit klarem Wasser und presse den richtig aus. Ich presse ganz fest, so fest ich kann, ja? Aber da ist immer noch rote Farbe drin. Mhm. Ja? Wenn ich den aber 4-mal reintunke und nicht ganz so fest auspresse, ist er wahrscheinlich trotzdem sauberer, als wenn ich einmal ganz fest auspresse. Also lieber öfter. Also okay. Ja, 4-mal im Jahr, einmal im Jahr, 2-mal im Jahr, wie jeder mag, wie er sich wohlfühlt dabei. Und die Muskulatur und der ganze Stoffwechsel und so, passt er sich dann nicht an diesen Mangelzustand an und ich kriege dann irgendwelche Jojo-Effekte oder niedrigeren Stoffwechsel, weil die Muskulatur abgebaut ist. Okay, da sprichst du jetzt ganz viele Dinge gleichzeitig an. Ja. Also erstmal Muskulatur wird nur dann abgebaut, wenn ich sie nicht betätige. Mhm. Also es gibt den schönen Spruch, use it or lose it. Mhm. Gebrauche es oder verliere es. Das gilt für unser Gehirn, genauso wie für unsere Muskeln. Mhm. Also wir müssen nach wie vor auch im Fasten unsere Tätigkeit machen. Wir müssen Ausdauertraining machen, vielleicht sogar Krafttraining. Wenn wir das tun, wird Muskel nicht abgebaut. Okay. Alles, was wir gebrauchen, wird nicht abgebaut. Müssen wir uns keine Sorge machen. Das ist das Erste. Das Zweite, der Stoffwechsel verändert sich natürlich. Und zwar in Richtung eines Sparmechanismus. Mhm. Also so ab 3 Tagen kann man sagen, dann merkt der Körper irgendwann, okay, da kommt ja nichts. Ja. Ich muss jetzt überleben, wer weiß, wie lange nichts kommt, 1 Woche, 2 Wochen, ich weiß es nicht. Ich muss in den Sparmechanismus gehen und da wird weniger Energie verbraucht. Einfach eine Überlebensstrategie. Das Blöde ist, wenn ich dann aufhöre zu fasten, hält das noch eine Weile an. Auch da kann ich dem wieder nur begegnen, indem ich eben meinen Stoffwechsel durch Bewegung anheize. Ja, wenn ich 1 Stunde lang nur spazieren gehe, habe ich etwa 300 Kalorien verbraucht. Die kann mein Mechanismus nicht einsparen, die sind weg. Also Bewegung, Bewegung. Und ja, wenn das nicht beachtet wird, dann haben wir den Jojo-Effekt beim Fasten ganz genauso wie bei jeder Crash-Diät. Das sehe ich ganz genauso. Da warne ich immer davor. Ich sage immer, das Fasten ist eine angenehme Nebenwirkung des Fastens. Mhm. Aber das ist die Nebenwirkung, die Hauptwirkung. Das Abnehmen. Ja. Ah ja. Ist eine Nebenwirkung. Mhm. Die Hauptwirkung ist, ja, ich will Schadstoffe rausbringen. Mhm. Eigentlich wiederum eine Entgiftung. Mhm. Wir haben es beim Entgiftungsinterview gar nicht verwendet. Das Fasten gehört eigentlich auch mit da rein. Okay. Eine super Entgiftungsmethode. Mhm. Ja, das ist es. Ja. Und der Vorteil für mich beim Fasten, nochmal zum Thema Diät oder Abnehmen, ist, wenn ich mal eine Woche gar nichts gegessen habe, dann komme ich auch so ein bisschen in mich. Ja. Also ich habe mehr Zeit für mich, ich denke mehr nach. Kontemplation kann ich besser üben. Und da komme ich vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen. Und ja, warum habe ich denn zugenommen? Kann ich nicht Nein sagen, wenn mir das dritte Stück Torte angeboten wird? Ja? Bin ich ein Stressesser? Bin ich ein Frustesser? Ja? Esse ich mehr Chips oder Erdnüsse oder Schokolade, wenn ich vorher 2 Flaschen Bier getrunken habe? Ja? Mhm. Da kann ich drüber nachdenken und kann mir überlegen, was kann ich denn anders machen? Und wenn ich das geschafft habe, so eine tolle Sache wie eine Woche gar nichts zu essen, was vielleicht andere Leute, vielleicht ich selber mir nicht zugetraut hätten, wenn ich das schaffe, na, dann werde ich doch meine schlechten Angewohnheiten auch irgendwie in den Griff kriegen können. Also
Es ist eine Zäsur, es ist ein Anstoß zu einer neuen Lebensordnung. Das geht manchmal besser, wenn man so eine Zäsur macht. Also ein solcher Einstieg, da finde ich es toll, wenn jemand nach dem Fasten genauso weiterlebt wie vorher, sich ungesund ernährt und Alkohol sehr viel trinkt und viel Süßigkeiten und Chips und so, dann hat er sehr schnell das alte Gewicht wieder drauf. Ja? Er sollte dann eine Veränderung in Gang bringen. Und wir müssen ja gar nicht eine Woche fasten. Das ist ja das Tolle, gibt ja mittlerweile diese Intervallfasten. Ja? Mhm. Und wir wissen, diese Fasteneffekte von Professor Oshumi, Nobelpreis 2017, ich muss noch mal dran erinnern, Nobelpreis. Und wenn irgendein Schulmediziner heute noch was gegen das Fasten sagt, dann sagt, hier bitte, es hat einen Nobelpreis dafür gegeben, du bist Rückständiger, du bist ein Dinosaurier. Ja, das darf man dem ruhig mal so sagen. Das ist auch so. Die Wirken des Fastens sind wissenschaftlich bewiesen. Ja, diese Fasteneffekte setzen ab 14, 16 Stunden ein. Okay. Und viele machen ja mittlerweile das Intervallfasten. Sie sagen, ich esse mittags um 12 esse ich was und da bin ich auch gar nicht sparsam. Und abends um 18 Uhr nochmals und dann mache ich Pause. Da habe ich 18 Stunden Fasten und da beginnen bereits Fasteneffekte. Mhm. Manche sagen, okay, ich mache ein oder zwei Tage komplett in der Woche Fasten. Mhm. Ja. Also zum Beispiel mittwochs und sonntags oder samstags und sonntags, zwei Tage, wo ich nur Säfte trinke und Gemüsebrühe und vielleicht Tee mit ein ganz klein bisschen Honig, ja, nichts anderes, dann habe ich damit auch schon Fasteneffekte. Ja. Und es scheint so zu sein, dass alle diese Fastenformen günstig für unsere Gesundheit sind. Super. Ja, also jetzt nochmal ein toller Tipp jetzt gerade so für nach Weihnachten, Jahreswechsel. Kann man das ja nochmal als Motivation nehmen. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Volker, dass du heute da warst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben noch ein spannendes Thema, Demenz. Da möchte ich noch mit dir drüber sprechen. Sehr gerne. Bis bald. Danke. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten für Ihr Anti-Aging-Programm was rausziehen. Es sind immer wieder spannende, interessante Werkzeuge doch dabei. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Umsetzen. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.